Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost. Nein, zu Champions of Norrath. Wir sind hier gestrandet auf einer Insel und ja. Und von einer Insel zur nächsten. Mit einem Portal sind wir hier hingekommen. Erst gestrandet und mit einem Portal, was irgendwie in der Höhle war, sind wir jetzt auf einer Insel. Das ist so ganz komisch. Ja, irgendwie wird man durch diese Portale immer von Insel zu Insel. Ja, das ist irgendwie weird. Stell dich mal vor, ihr seid gestrandet und dann ist ein Portal da und ihr seid auf der nächsten Insel. Das ist der ultimative Troll eigentlich. Ja. Hey, aber kamen wir von hier? Nein, das ist was ganz Neues. Wir kamen von da hinten. Wir sind einfach da gespawnt. Wait, du bist zu so einem beschädigten Portal gegangen und hast so gesagt, oh scheiße, jetzt haben wir schon das Portal gemacht. Ja, aber wo sind wir denn da gespawnt? Ja, hier sind wir gekommen. Einfach ja, dann müssen wir doch in die nächste Höhle jetzt rein, da hinten. Wenn du was findest. Ja, hier waren wir doch. Aber wir könnten auch zu den Portalen mal schauen. Da kommen wir nicht hin. Da waren wir, da hingekommen. Nein. Na, oder? Wir gucken mal. Ich glaube nämlich, dass man da jetzt nicht hinkommt, einfach so. Oh, du hast recht. Doch. Kann man lang gehen. Nee. Ah, unsichtbare Wand. Danke, Ubisoft. Das hat echt was am zweiten Teil, ne? Mit Höhle und nächste Insel Höhle. Ja, es ist wirklich, also da muss man ganz ehrlich sagen, der zweite Teil, die Story ist zwar anders, aber von den Umgebungen ist es wirklich komplett recycelt. Da ist, also ich glaube, die Eiswelt und die Unterwasserwelt gibt's im ersten Teil nicht, aber kann ich mich auch täuschen, kann auch alles und noch was kommen. Was mit der Ebene der Marter und Tapferkeit? Tapferkeit gab's definitiv nicht, also im ersten Teil, okay. Aber ja, und auch die Overworld, die es da gibt. Ja. Ihr seid keine Argonier, ihr könnt nicht unter Wasser atmen. Hä, aber wo soll man? Ich brauche meinen Schwarzmarsch, Helfer! Das ist so ein Gag. Ne, du hast mich immer gehasst in Oblivion für diesen Schwarzmarschhelm. Jetzt High-End, High-Level-Charakter. So ein Khajiit. Und dann habe ich immer noch diesen alten Eisenhelm auf der Schwarzmarschhelm. Ja! Obwohl man schon längst einen Zauber wirken konnte, der einem gefühlt unendlich lange so. Oder ich könnte in eine Universität gehen und einfach einen anderen Helm ausgeben. Ja. It is how it is. Hä, was macht man denn jetzt hier? Really, we are lost. Ich sehe schon, das wird wieder über Länge Part. Wieder nicht wissen, was wir tun müssen. True. Oh! Toll, Stärke-Bonus. Naja, aber zwei freie Klipper. Findet das Horn. War jetzt kein guter Hinweis dabei, ne? Nee. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie gefickt. Hilfe! Wir müssen doch irgendwie über das Wasser weiterkommen. Wir müssen über das Wasser, ja. Nee. Really? Ich hab's das, eben. Da hab ich wait, ewig ge- wait wow. Ich hab's eben. Ja, dann geht es auf der anderen Seite. Aber das habe ich ja eben probiert und dann ging's nicht. Meine ich. Das weiß ich nämlich noch. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Nein, hier geht's, ne? Oh, ja. Nee. Das weiß ich nämlich Ubisoft, noch, dass ich super weirded out war. Okay. Game Design. Okay, man kann's erkennen auf der Karte, aber come on. Aber auch nicht das gut. Sieht so richtig aus wie so ein Schleichweg, der nicht intended ist, gefühlt. Peinlich. Na, geht. Ja, aber guck mal, dann gibt's doch Unterwasserwelten. Oh, ich habe die gibt's euch kommen auch hören. Entschuldigt, könntet ihr bitte einen Schritt zurückgehen? Ihr steht mir in der Sonne. Ich würde mich ja zu gerne bewegen. Aber der ganze Umstand mit dem Schwanz. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das ist. Ihr Landleute könnt nach Belieben kommen und gehen, aber wir vom Meervolk sind ans Wasser gebunden. Und ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie langweilig das unter den Wellen ist. Andere gehen freiwillig so auf Tauchgänge oder so. Mhm. Aber ihr könntet doch... Könntet ihr mir nicht einen klitzekleinen Gefallen tun? Ich bin hierher geschwommen, um nach Muscheln zu suchen. Nach einer Schneckenmuschel, um genau zu sein. Wenn ihr zufällig eine sehen solltet, könntet ihr sie mir nicht bitte bringen? Ich gebe euch auch eine Belohnung dafür. Wasseratmen. Ende. Tja, das wird dann wohl Überraschung bleiben. Es wird auf jeden Fall die Wasseratmung sein. Wir wissen es aber... Warum sind die immer so Diva-mäßig bei Pirates? Schon wieder Pirates? Ja, da gibt es auch eine Meerjungfrau, auch bei der Insel. Und die ist auch so, oh mein Gott, die beleidigt einen die ganze Zeit. Die auch so, ich stehe nicht. Die bei Pirates ist übrigens noch schlimmer. Oh
Gott. Portal ist jetzt aktiv. Der Zauber muss einfach noch dicker werden. Der muss richtig so alles vor einem bedecken. Dann ist er erst richtig. Also ich meine, der macht jetzt schon mehr Schaden als ich mit meinen Schlägen. Du willst eine Atombombe einfach casten. Du musst alles bedecken. Oh Gott, die armen Gegner. Weißt du, ich hasse es, gegen Eis zu kämpfen im Spiel. Ja. Warum wohl? Außerdem fühle ich mich einfach wohl, wenn ich ganz viel Eis so habe. Ja, das sieht auch schön aus, der Effekt. Dann komme ich mit meiner dunklen Wolke. Ich bin dunkle Wolke. Ja. Voll blöd. Hallo. Ich gehe hier lang. Oh nein. Yeah. Matrix. Dodging like a boss. Oh, 2 Level noch, by the way. Du weißt, was dann passiert. Ja. Riposte und Skelett beschwören. Das wird richtig geil. Ja, Riposte würde ich aber echt auch einfach nur einmal skillen. Ja, einmal. Ja. Aber einmal. Besser Riposte als Schildschlag. Aber Schildschlag hat 4 Sekunden Stun. Und ist langweilig. Ich mag keine langweiligen Sachen, sonst hätte ich Barbaren genommen. Ich brauche einfach mehr Intelligenz. Aber Barbar ist mein Lieblingsklasse. Es ist hier, du blöde Kuh. Ich hasse dich. Hauptsache, lauf erstmal gegen eine Palme. Nicht nur auf Quatsch. Boah, die waren richtig heftig. Wie der aussieht. Der war richtig heavy, der macht gerade gar nichts. Ja, aber guck mal, wie viel der einsteckt. Hast du den Schaden gesehen bei mir? Und ich habe ein bisschen mehr Rüstung als du. Der kann ich one-hitten, by the way. Hast du nicht von den Treffen? Aber das glaube ich. Ich glaube, man kann on-reaction das abwehren. So langsam greift er an. Ist das so? Ja, ist schon, ne? Ja. Auf jeden Fall wirkt mein komischer Schauer ganz gut gegen. Ja. Nee, der ist free, weil der so langsam ist. Ja, der ist halt echt langsam. Und gibt gute Erfahrung. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, aber da gehe ich von aus. Einfach weil der so viel Schläge einsteckt. Ja, außerdem sieht der cool aus. Am Ende ist es nur so ein Lakai, weißt du, so ein Höhlenwächter und jetzt kommen zwei davon oder so. Die doppelt so viel aushalten, doppelt so viel Schaden. Cool wär's. Hier ist die letzte Höhle nicht auch schon tropische Höhle? Ja, sie aber auch. Oder so ein bisschen Mindgame, so von wegen, oh mein Gott, alles sieht gleich aus, wir sind wirklich lost. Lost in den Tropen. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Ich find's eigentlich angenehm. Ich bin lieber hier lost als in irgendwelchen Vampir-Ruinen oder so. Ist so. Na, wobei in der Vampir-Ruine wäre ich eigentlich auch relativ gerne lost. Was? Ah, nur wegen dieser Lady. Bevor du zu der kommst, wirst du schon lange ausgesaugt. Bist selber Vampir. Ja, ist nicht so schlimm. Viel Spaß beim Zahnarzt. Will ich ihn kaufen nehmen? So wie Babik. Der hat das auch gesagt. Das stimmt. Da überlegt man sich doch zweimal. Richtig lüsterner Dude. Lüstern. Bam, 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 badam. Rechts oder links? Links. Ja. Bist auch nicht so rechtsextrem, ne? Doch, weiß ich nicht. Das war einfach kürzer. So. Und ich weiß, sage ich immer einfach, weil die Entscheidung mir dann leichter fällt und weil es halt true ist. Guck mal, und du hast recht gehabt. Weil da war halt gar nichts, ne? Ja. So unnötig. Zeitverschwendung. Scheiße. Oh Gott. Aber kein Mann mehr. Sag mal, waren die in Teil 2 stärker oder kam einfach früher, kann das sein? Nee. Mhm. Ich glaube im Verlauf relativ. Ja, doch. Das war, glaube ich, der zweite Akt schon. Nee, dritte. Aber das ist ja auch zweit waren die Roboter. Ja, aber da waren die Ebenen einfach insgesamt kürzer. Ja. Da gab es ja auch viel mehr.
Also da waren die halt nicht so zusammen. Die haben mir 1000 Teile gehabt in Akt 2. Genau. Ja. Siehst du, hab ich hier ist das so zusammengepackt in Akte. Das ist das Komische, glaube ich, an dem Spiel, an dem ersten Teil. Naja, ist ja egal. An sich ist es so aber cooler. So mit dem anderen, da ist es halt richtig so, oh, du kriegst die Feuerebene und dann kriegst du gar nichts anderes. So. Ja, stimmt. Ich hab ja nicht geahnt, dass in der Weichheit so. Ihr bleibt mir vom Leib. Öffnet diesen Käfig ja nicht. Ich warne euch. Bavik, ihr lebt! Tja, natürlich lebe ich. Aber das habe ich nicht euch zu verdanken. Der Ton scheint mich wie die Pest zu meiden. Aber das Elend scheint mich etwas zu sehr zu meiden. Ich muss sagen, viel Käfigmaterial müssen sie ja für dich nicht opfern. Nee. Ich kann einfach nicht gewinnen. Ich werde immer bestraft, wenn ich anderen helfe. Ich hole euch da raus. Wo ist der Schlüssel? Sieht nicht aus, als wenn da ein Schloss wäre. Schlüssel? Die Tür ist nicht verschlossen. Nein, jetzt müssen wir es gab keinen mitnehmen. Grund zu gehen, bis ihr gekommen seid. Und ein richtiger, überzeugender Grund ist das auch nicht. Wohin hätte ich gehen sollen? Es ist eine sehr kleine Insel und überall laufen Sklavenhändler rum. Oh. Oh. Habt ihr einen Mann namens Laszlo gesehen? Es gab wirklich einen verrückten Menschen, der in Fesseln lag. Das hier war sein Käfig. Die Sklavenhändler haben ihm eine ganze Menge Fragen gestellt. Und jede Menge merkwürdige Antworten erhalten. Ich denke, sie hatten sein Geplapper satt und haben ihn durch eines dieser merkwürdigen Tore geschickt. Aber ich weiß nicht mehr durch welches. Er lebt womöglich sogar noch. Irgendwo. Mich kriegt hier nicht raus. Ich kann die Sklavenhändler hier auf der Insel immer noch riechen. Und ich verlasse diesen Käfig nicht eher, als bis die Luft rein ist. Gut, okay. Ist auch süß, ne? Egal in welcher Welt man ist, der wird immer gefangen genommen. Oh Mann. Oh Gott, verbleibende Sklaven. 59. Warum nicht gleich 60? Come on. Mein letztes Baby. Nein, Mann! Spiel nicht mit meinen Gefühlen, du scheiß Blutseele oder was du bist. Das ist, glaube ich, eine Truhe. Weil es so zählt. Ich glaube, das ist eine Truhe. Ja. Leider war. Warum machen diese Schweinefrauen? Ich trage bereits zu viel. Ach, schlechte. Atmung. Müssen grunzen dabei. Kann man alles trainieren. Vor allem, man kann gar nicht Sklavenhändler lesen. Oh, süß, guck mal. Verbleibende Sklaven. Einfach ein zerstörtes Boot ist mit der Natur eins geworden. Ja, ne? Alles findet zurück. Ja. Natur holt sie irgendwann alles zurück. So Wrath of ist Nature. Das. Das finde ich richtig krass. So, kennst du so Videos mit verlassenen Freizeitparks? Jo, das ist krass. Alter, hast du auch gesehen, ne? Die Natur, ey, ohne Scheiß, die holt sich alles. So Achterbahn, Unterwasserbahn. Junge, das ist alles überwuchert mittlerweile. Finden manche übrigens creepy, verlassene Freizeitparks. Ich find's cool. Na, hat von beidem was. Das ist creepy, aber auch cool. Gut, nachts fände ich's etwas creepy, aber mittags doch nicht. Nee, dann nicht. Ja, aber manche Leute finden es selbst mittags creepy. What the fuck? Ich meine, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sehe irgendwie ein düsteres, schwarzes Haus, das finde ich auch mittags creepy, wo man nicht durch die Fenster schauen kann. Zu viel. So ein richtiges Geisterhaus. Ja, aber es ist ja auch dann noch dunkel drin. Ja. Oh Mann, ich kann schon gab's wieder nichts mehr dran. Gab's mal in meiner Straße. Aber es haben die restauriert, das ist nicht mehr creepy. Oh Mann. Ich trage bereits zu viel, ich auch. Ja, ein bisschen... Ja gut, Ende des Parts machen wir wieder Verkauf-Action. Na! Mann. Toll, hier war gar keiner, ey. Na, erstmal nochmal zurück. Ey, ohne Scheiß, lass mich hier schauen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass hier noch was ist. Bei dem Wasser. Oder da unten sogar? Nee. Oder? Scheiße. Guck mal, kann ich auch. Oh, Hälfte der Magie weg. Ja, währenddessen ich schieße. Was
voll ankämpfen gegen die Regeneration. Ey, ohne Scheiß, achte wirklich mal auf meine Magie jetzt. Ja, geht schnell weg. Aber immerhin verwirrt. Ja, das ist echt gut. Aber deswegen waren auch manche Boss so leicht. Wirklich jetzt. Was ist hier? Ich glaube nicht, dass ich daran nicht doch. Nee, doch. Dein Charakter ist einfach nutzlos. Doch, doch. Oh Mann. Ah. Ah. Ja. Oh, was? Hast du gesehen, wie viel Schaden du? Ja, du bist einfach schwach. Ich trage bereits zu viel. Oh, ich kann nicht mal mehr diese. Ich schon, weil ich gerade gewastet hab. Da ist eine Höhle. Aber ja, da gehen wir noch nicht rein. Bring hier noch. Erstmal bringen wir diese Dudes hier. Ah. Slaves. Ja, eigentlich sind Servus. Die Sklaven Händler, ne? Aber. Da hat guck mal, hier eine Truhe. Das ist so lustig. Ich trage bereits zu viel. Wir wissen's. Konstitution, okay. By the way, gelevelt. Haha. Ich trage bereits zu viel. Oh, guck mal. Oh, hast du gesehen, da hieß eine Waffe einfach Schwert. Ne. Ja. Endlich mal kreativer Name nach hoch, all den Jahren. Guck mal, das ist auch eine Höhle. Höhle. Aber so zählen wieder die Höhlen dazu? Ich glaube, die sind. Ich glaube, ja. Meinst du? Das sind nur 38. War ich hier irgendwie schon? Das hat ein bisschen was von so Open World. Da ist eine Höhle. Ne? Ja, aber hier sind keine. Guck mal, die 10 dazu. Als ob hier noch in dem Rest bisschen da 38 Gegner sind. Naja, ich 38. weiß nicht, haben wir alles schon erkundet. Da ist noch eine geschlossene Truhe. Also. Wir sind 38. Naja, also nicht alle auf einen Haufen. Ey, das ist nur. Das ist so groß wie mein Raum hier, meine Wohnung. Hey, da kommt doch noch voll viel, guck da. Ich hab keinen Platz mehr. Immerhin mal nicht ihr tragen nun zu viel. Mann, die Palmen mit dem Knick in der Optik immer. Ich dachte, das wäre wieder so ein Zelt, ne? Fast getroffen. Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr getroffen. Wieder schön Bonus-Erfahrungspunkte für Sylvanas. Nix für Ifoklos. Mann, ich musste mir schnell was ausdenken. Mana. Naja, für die paar. Ich hab gleich ein Level up, bald Level 50. Ja, da sind wir zu dritt. Skeletti. Kommt dann Skeletor. Ja, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe die Kraft! Skeletor kommt. Was? Ja, okay. Oh, ich bin halt die Beste. Ja, lass mal trotzdem neue hochladen. Ich trage bereits zu viel. Ist doch klar. Da kommt vielleicht auch noch eine Höhle. Boah, Mann, da muss ja voll wir viele Höhlen. Jedes Mal Höhlen. Ladezeiten, ey. Ja, aber ist doch cool. Ja. Zelte. Hallo. Oh, Mann. Hügel ist ja massive Ohrwurm, ey. Wer ist der Ohrwurm? Na. Snake? Endlos weiten. Naja, okay, wir müssen in die Höhle. Nur, die wollten noch Sklavenhändler schreiben, wo das einfach deine Leiste oder ja, so. Ja, man sieht doch von dem Haar noch ein Stück. Siehst du das? Nee. Doch, da. Diesen Zippel da. Ich dachte, das gehört zu deinen Leisten. Nee, du hast doch sowas nicht da links. Oh Gott. Und ich dachte, ich hätte Adleraugen. Scheinbar nicht. Warum gehen wir jetzt nicht in die Höhle da? Weil sonst müssen wir den Weg nochmal gehen. Oh Mann. Ja, dann los. Oh, voll durchlöchert, ey. Schön hinten rein. Kein Mana mehr. Pust dich so weg. Na, kann
Ich trage bereits zu viel. Ich hätte einfach heilen können, also wieder auffüllen. Und boah, ist sogar richtig viel Blut, guck mal. Ich wollte schon sagen, ich habe ja eigentlich Blut eingestellt, aber viel haben wir bis dahin noch nicht davon gesehen. Ich dachte, das Blut kommt, wenn man die Leute schlägt, dass er spritzt. Nee, ne? Ist nur das, was kommt auf die Gegnertypen, glaube ich, an. Zum Beispiel Untot haben wir. Jetzt sind wir da nicht reingegangen, Mann. Ey, pass doch auch mal ein bisschen auf. Ich folge dir einfach nur. Ja, ist nicht klug. Wenn ich die Tour leite, dann ist es auch nicht klug. Ich bin kein Tourguide. Na, die Höhle machen wir noch in den Park. Was wir direkt in Dusche bekommen. Ich habe geahnt, dass in der Weite des Schlechtetums solch schöne Inseln zu finden sind. Oh, das ist so scheiße. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich sagen will? Nö. Das sind keine Sklaven. Nee, die zählen nicht mehr. Die sind in irgendeiner scheiß verfluchten, verkackten Ecke. Naja, aber free Erfahrungspunkte. Und ja, wir sind nah am Level up. Das kriegen wir auch noch. Oh, du hast mich wieder eingeholt. Ah! Guckt ihn euch an! Der Clown! Oh. Jetzt mal, kommen die einfach aufgetaucht oder so? Einfach so aus dem Wasser oder so? Ja, gefühlt, ne? Ja. Überraschend eigentlich. Oh nein, das wird das dunkel jetzt. Muss ich hier Angst im Dunkelheit? Nein, hat sie nicht. Das nervt nur. Genau, du machst Licht mit der. Oh mein Gott, das ist so ein Lichtzauber quasi. Zwecksentfremdet. Ja, ohne Scheiße, in meiner Handtasche habe ich ja auch eine Powerbank, die hat sogar eine eingebaute Lichtfunktion. Weißt du, praktisch das ist? Oh, weil ich habe mich voll cool gefühlt, so richtig einzigartig und dann. Oh, sowas habe ich auch. Mann. Tja. Finde ich wohl doch nichts Besonderes. Oder die Idee einfach nicht so super kreativ. Soll ich mich mal downgraden, jetzt wo es eh nichts Besonderes ist? Es war ein Werbegeschenk. Oh, mein Handy vertraut. Ja. Oh Mann! Hier. Nein, das wird auch so schön benutzen, ey. Ja, 50, komm. Ja, das eine Level geht dann voll schnell. Mana mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt. Wie hoch ist denn jetzt die Chance, dass man Verwirrung kriegt? Viel zu geil. Oh ja, okay, das ist echt. Ja, das ist voll gut. What the fuck? 5 Sekunden. Vor allem, das geht gegen Bosse. Ich glaube, voll viele Effekte gegen Bosse nicht, aber das geht immer gegen Bosse. Einfrieren geht, glaube ich, auch nicht gegen Bosse. Es gibt natürlich. Ich meine, Bosse, die irgendwie zaubern oder Fernkampf haben, da geht es nicht, aber die physisch angreifen, da geht es immer. Oder Verwirrung ist gegen Zauberer und. Nein. Die treffen einfach nicht. Oh, scheiße. Oh Gott, was ist das denn hier? Hilfe! Die Gaskammer. Hallo? Wait, what? Was ist das denn für ein Scheiß? Wait, what? Das ist doch lächerlich. Hey, wer macht das denn? Diese Giftwolke, ne? Ja, wo kommt das weg? Das machen diese komischen Ninja-Typen anscheinend. So, jetzt kann ich ja. Den habe ich Respekt. Ja, Intelligenz über 100. So, das habe ich noch lange nicht. Und dann hier, bam, Alter, Feuerschock, das braucht. Hat das deinen Real-Life-Intelligenz-Quotienten gebrochen, oder? Mann, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich. Schau, ne. Naja, doch, bei mir weiß ich schon, ich habe ja 200. 200 IQ. Hä, hey, nicht doppelt so viel? Locker easy. Ich glaube, ich muss schon wieder, Wie Dr. Eggman, ne, von Sonic, der Bösewicht, der hat 300. Ich brauch das auch. Ja, ich muss damit. Das ist so gut, wirklich. Das underratest du ein bisschen. Ja, ich finde das extrem gut. Du kannst spam. Gut, du kannst theoretisch pay to win, ne? Immer diese Tränke kaufen, aber. Ja, einmal das. Aber die Regeneration geht ja trotzdem oben drauf noch. Auch. Aber wenn du es ganz hoch hast, dann ist es besser als Konstitution. Weil die Regeneration so heftig ist, dass du die scheiß Tränke vielleicht gar nicht mehr brauchst für die schwachen Zauber. Ja, ja. Das heißt, Konstitutionsskin ist doch Quatsch. Machst du ja auch, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Ausdauer, das meinst du jetzt? Konstitution heißt das. Ach so, dass ich die Tränke da nicht mehr so dringend brauche. Ja. Nee, ja, das mag sein, aber es ist ja trotzdem besser, wenn man dann mehr tragen kann, ob man jetzt die Tränke hat oder nicht.
Naja, du beschwerst dich aber, dass die Tränke so viel wiegen. Ja, das ist auch wirklich ärgerlich. Oh, imagine, wir übersehen jetzt in irgendeiner Ecke einen Sklaven. Wir suchen den 1 Million Jahre. Ja, das kann passieren. Oh Mann, das schneiden wir euch aber raus. Beziehungsweise, wenn wir zu so einem Punkt kommen, wo wir uns denken, scheiße, wir waren überall, dann, ja, schneide ich das. Das will wir ehrlich keiner sehen. Nee, aber ich glaube, hier sind jetzt auch keine mehr drin, weil mit neuen müssen ja noch. Nein, ich sag nur für den Fall, weil sowas kommt öfter vor in den Spielen, in der Reihe, dass man halt Gegner auslöschen muss. So. Verkaufen und dann war's das. Die Zeit vergeht immer so schnell. Das ist echt der komischste Händler bis jetzt. Ja, haben wir für vor allem immer diesen Laszlo und wir immer, nö. Keine Ahnung, wo er ist. Habt ihr Laszlo? Habt ihr Laszlo? Ihr kommt schnell zurück. Ich sag mir, dass Laszlo gerettet ist. Nein. Einfach nur Scheiße verkaufen. Laszlo? Laszlo, lass endlich los. Aktivier, dass er nicht mehr existiert. Die hier kann ich nicht tragen. Wie viel Rüstung machen deine Handschuhe? Ja, dann kannst du die hier haben. Langsam jetzt, ne? Ja, bei mir nicht. Ich. Bei dir nicht. Nee. Aber du hast gute Waffen. Aber jetzt habe ich mal. Ich ja mittlerweile auch. Ups. Meine Rüstung hatte noch 15. Das ist jetzt die nächstbeste. 15. Ja, jetzt gerade. Meine Rüstung ist auch nur 35. Imagine, Handschuhe irgendwie 46 oder so haben und deine Rüstung, dein Brustpanzer nur 35. Ja, so ist es ja bei mir gerade. Bei mir auch. Also der Brustpanzer ist am wenigsten. So, das brauche ich nicht mehr, aber ich brauche wieder Tränke. Vampir-Zanana-Bonus. Giftsack. Stimmt, der mich auch noch. Und pass das hier noch drauf. Ah, das mache ich da drauf. Das ist super cool. Pass mal auf, geht das? Oh mein Gott, wenn das geht, kriege ich Orgasmus. Das geht leider nicht. Was sitzt du noch drauf? Imagine Gift, Feuer und Kälte. Wie geil das wäre. So das übelste Elementarschwert, das geht nicht. Oh Mann, ich denke immer, das wäre Regeneration. Das wäre geil. Resistenz. Ich warte noch auf den Ring oder. Seht das da drauf? Mana-Bonus? Oder geht das nicht, weil wir im Menü sind? Ich glaube, es geht nicht, weil wir im Menü sind. Ich probiere das gleich aus. Imagine Gift, Feuer und Kälte. Wie geil das ist. Ja, das ist, weil du im Menü bist. Das oh geht Gott, nicht. Das wird so geil. Pass auf. Ärgerlich. Naja. So viel Mana-Tränke? Nee, geht eigentlich. Ey, ich mach das jetzt, ne? Ja, mach doch. Oh mein Gott. Drück die Daumen, das geht, oder? Noch eine Weile benutzen. Ja, das ist voll gut, das Schwert. Ey, ohne Scheiß, bitte. Bitte geh. Müsste eigentlich. Ja. Oh mein Gott. Guck's dir an. Ja, ist heavy. Das ist einfach das Elementarschwert. Ihr wollt Elemente, könnt ihr haben. Sucht sie doch. Hier sind sie. So. Jungs, das ist ja gar nicht schwer. Das hat einfach alles. Das passiert mir jedes Mal. Vor allem, erst hat Gift und dann habe ich noch Krankheitsschild und dann habe ich Krankheit auch noch. Ich habe einfach alles. So, Moment, wenn du nicht entscheiden kannst. So wie beim Shoppen, weißt du? Das willst du, ach, einfach alles. Oh Mann. Ja. Stimmt. Da war ja was. Part beenden und so. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Die neuen Sklavenhändler finden wir hoffentlich beim nächsten Mal. Und ja. Ich wünsche euch was. Stay awesome. Eure Ziel. Ciao.